Vom Europa-Dossier jetzt zur Kultur. Da machen wir heute, sagen wir es ganz ehrlich, ein bisschen Eigenwerbung. Denn auf dem Comic-Festival in Lyon sind gerade die Graphic Novels des Arte-Projekts Refugees zu sehen. Zur Erinnerung, für uns waren Kinoregisseure, Fotografen, Schriftsteller und Comiczeichner ja in verschiedenen Flüchtlingslagern unterwegs. Ihre Eindrücke und Begegnungen haben sie dann ganz unterschiedlich erzählt, zum Beispiel eben in Graphic Novels. Zwei der Zeichner hat unser Reporter Bertrand Lutt jetzt in Lyon getroffen und sich ganz nebenbei auch das Festival angesehen. Ein Wochenende lang wird Lyon zur Comic-Metropole. Das internationale Comic-Festival Lyon BD zeigt im Rathaus Corto Maltese. Während man sich im Parkhaus in Beirut glaubt. Im Stadtzentrum verwandelt sich die Place de Terreau in ein Refugium für Flüchtlinge. Refugees, eine anhand der gleichnamigen Serie von Arte Reportage entstandene Ausstellung, befasst sich mit der Flüchtlingsfrage. Dieses Thema ist heute sogar noch aktueller als 2013. Refugees ist zweigeteilt. In einem Raum wird gezeigt, wie Graphic-Novel-Autoren das Migrationsthema in den vergangenen 50 Jahren behandelt haben. Im zweiten Raum kommentieren die Autoren ihre Arbeit vor Ort für das Arte-Projekt. Arte hat mich 2013 kontaktiert, um mich in ein Flüchtlingslager in Nepal zu schicken. Es war das erste der fünf Lager, an denen ich seit 2013 gearbeitet habe. Für Nicolas Wild war das Projekt eine sehr inspirierende Erfahrung. Unter den Flüchtlingen gibt es so viele verschiedene Schicksale, so viele Geschichten mit Bezügen zur Geopolitik. Da vermischt sich die Geschichte dieser Menschen mit der Weltgeschichte und gibt viel Stoff für Erzählungen. Zuletzt hat Lucie Castel ein Flüchtlingslager dokumentiert. Sie verstand es meisterhaft, den Auftrag zu umgehen und eine Fiktion zu zeichnen, die vor den Toren von Calais endet. Je weiter ich vorankam, umso mehr Lust hatte ich, mich von der Reportage zu entfernen. Natürlich gibt es ganz fantastische Reportagen, aber ich glaube, Fiktion ist genauso wirksam wie eine Reportage. Der Weg der Migranten ist ein Thema, mit dem ich mich sowieso früher oder später beschäftigt hätte. Die paar Seiten, die ich für Arte gemacht habe, lagen deshalb genau auf meiner Wellenlänge. Refugees ist eine Wanderausstellung und wird im Herbst auch an anderen Orten zu sehen sein.